Hallo, ich bin Nadine, das ist Dix und June und das ist mein kleiner Minicamper Christoph. So, das ist meine Campingbox, die habe ich der Biberbox nachgebaut. Da gibt es auch eine Anleitung auf der Seite. Und das hier ist meine kleine Küche. Wie man sieht, ist alles da, was man braucht. Einen kleinen Gaskocher, was zum Schneiden und hier unten drunter sind zum Beispiel meine ganzen Gewürze und so Kochutensilien, Messer etc. Und hier ganz unten drunter sind dann halt das, was man so zum Kochen braucht. Ne? Der Topf, ein Schneidebrett nochmal, eine Tasse. Hier steht noch mein Frühstücksmüsli, Bienenwachstücher, ja auch immer ganz wichtig. Und Sachen für mich zum Waschen, natürlich auch Sachen, die für die Umwelt geeignet sind. Hier ganz normales Spüli, Salz und ein paar Teller. Ja, also das, was man quasi so in kurzer Hand für eine Küche braucht. Dann hatte ich mich entschieden, keine drei Boxen zu machen, sondern eine große Schublade hier. Und habe da irgendwie auch den ganzen Stuff drin. Ich muss halt gestehen, ich bin da nicht die ordentlichste. Versuche das immer so ein bisschen zu ordnen. Aber hier sind so meine ganzen Utensilien drin, wie zum Kochen, Müsli, Nudeln. Dann sind hier meine Lüftungsgitter, die ich nachts reinmache, um genügend Luft zu bekommen. Die werden einfach in das Fenster reingehängt. Ich muss mal die Zündung anmachen. Macht man hier das Fenster runter. Dann wird das hier eingehangen. Nochmal so ein bisschen. Ja, jetzt ist es drin. Tricky. Und die Finger klemmen zum Glück nicht ein. Jetzt. So. Und dann muss man das so ein bisschen mit Gefühl. Tada! Und jetzt kann man, wenn du hier auf meine Seite kommst, sieht man, dass hier noch so ein Mückennetz ist. Dann ist man auch geschützt und hat eigentlich super Frischluft, wenn man das an beiden Seiten hat. Und das gibt es auch für das Seitenfenster. Ja, das fing eigentlich damit an, dass ich ja, damals hatte ich nur June und ich mache mit meinen Hunden Agility. Ich weiß nicht, ob man kennt die meisten wahrscheinlich nicht, ist so ein Parcours ablaufen mit Hunden und da gehe ich auf Turniere. Und da war eben die Sache, dass ich immer wieder 50 Kilometer hingefahren bin, 50 Kilometer zurück und das ist meistens ein Wochenende. Und dann verbratet man einfach so viel Benzin und dann habe ich gedacht, auch irgendwie ein Auto, wo man einfach drin schlafen kann, wäre doch ganz super. Und ja, dann wollte ich zuerst einen Touran und geworden ist es aber ein Caddy zum Glück. Und dann habe ich mit so einer ganz basic Ausbauvariante angefangen mit so, was waren das, so Aluprofile, die zusammengesteckt wurden und damit habe ich dann das erste Mal im Caddy übernachtet. Tatsächlich, lustigerweise aber in Schweden, als ich mit einer meiner besten Freundinnen dort im Urlaub war und wir haben so gedacht, wir nehmen das mal mit, wir schlafen sowieso die ganze Zeit im Zelt. Im Endeffekt haben wir eine Nacht im Zelt geschlafen, weil es so toll war im Caddy. Ja, und so fing das Ganze an und dann ist es irgendwie irgendwann zu dem kleinen Traumdings da hinten geworden. Ich habe hier noch so eine Schublade eingebaut. Ich hatte vorher unten drunter Euroboxen. Eigentlich eine super Sache, weil die von der Höhe her genau passen. Aber total nervig, wenn man an die innere Eurobox drankommen wollte. Deswegen habe ich mich entschieden, auch hier eine Schublade dran zu machen. Wie man sieht, ist da das Essen drin für die Hunde, weil beide natürlich jetzt direkt angestürzt kommen. Ja, und hier ist halt so allerlei drin. Hier ist das Hundefutter, wie man sieht. Ne, Mäuse? Da ist das Hundefutter. Runter. So. Tada. So, Abmarsch. Man muss die ja irgendwie befestigen, dass sie nicht während der Fahrt immer so raus und rein rutscht. Und tatsächlich hinten ist das gar nicht so ein Problem. Da habe ich das mit Magneten gelöst. Also hinten an der Schublade. Aber hier ist das gar nicht möglich. Sobald man um die Ecke fährt, rutscht das immer raus, egal wie viele Magneten man hinten dran macht. Und deswegen habe ich hier so Truhen, so für die Truhe ist das eigentlich gemacht, so Verschlüsse und damit rutscht das halt während der Fahrt nicht raus. Relativ einfach.
Ja, und hier ist meine Kühlbox, auch eigentlich ziemlich basic. Ich hatte mir am Anfang überlegt, ob ich vorne vielleicht auch noch eine Verkleidung dran mache, aber da die ja immer irgendwie auch Luft brauchen für die Kühlung, habe ich mich dagegen entschieden. Und es war eigentlich, hier ist es ganz basic, so ein Hebelchen, das ich dran gemacht habe. Dadurch kann das während der Fahrt nicht rausrutschen und es nervt mich nicht. Und dann kann man hier ganz normal die Kühlbox rausholen. Und wie man sieht, habe ich hier ein paar Snacks drin. Das Gute ist, diese Kühlbox kann man irgendwie auch mit Bluetooth steuern. Das finde ich ganz nett und habe jetzt seit diesem Jahr eben auch diese Kompressor-Kühlbox. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen Learning by Doing. Man fängt immer basic an und sagt, ach, ich brauche erstmal nur ein Bett. Und dann braucht man doch eine Lichterkette und dann braucht man doch einen Kühlschrank. Und dann will man doch irgendwie auch duschen können. Und das entwickelt sich irgendwann einfach. Erstmal klein anfangen, erstmal das Bett haben, sich da Gedanken machen. Und ja, bei mir kam alles nach und nach. Ich habe nichts, es gab kein großes Gesamtkonzept. Ja, das sind meine Schränke. Das ist eins meiner Herzstücke hier im Caddy. Leider habe ich hier schon so ein paar Kratzer drin von einem Umzug. Aber sowas passiert halt, gehört auch irgendwie dazu. Ja, die haben mich extrem viel Nerven und extrem viel Zeit gekostet. Aber ich liebe sie sehr. Die sind super funktional. Also hier sind immer meine ganzen Klamotten drin. Ist auch immer super als Abstellfach, um mal ein Bier draufzustellen, wenn man abends noch ein Bierchen trinkt oder sowas. Ja, und man kann hier super viele Sachen verstauen. Ich glaube, hier oben ist gar nichts drin. Nee, die Teile habe ich hier ein bisschen verkleidet. Leider ist das von der Hitze, hat sich das schon so ein bisschen gewellt. Das müsste ich auch noch mal ändern. Ja, und hier unten ist meine Standheizung drin. Die sind hier unten, das ist nur das Rohr drin, also nur der Schalldämpfer. Und auf der anderen Seite sind hier unten meine zwei Zusatzbatterien drin. Da kann man mal so reinlucken, aber man darf sich es auf jeden Fall nicht genauer angucken, weil das ist sehr unprofessionell alles gemacht, aber es funktioniert. Und hier neben, wie man sieht, da sind so meine Handtücher und jetzt gerade die Hundesachen drin. Ich bin Beamtin, ich habe einen ganz normalen Job, deswegen kann ich leider auch nicht so viel reisen, wie ich es gerne würde. Aber ja, unterm Strich finanziert sich das Ganze auch so, wobei ich jetzt sagen muss, dass ein Ausbau von einem Minicamper, ich finde, gar nicht so teuer ist. Also ja, das Holz kostet einmal Geld, aber so eine Box ist schnell gebaut und kostet, wenn man sie selbst baut, ich würde sagen 200-300 €. Und dann kann man eigentlich easy schon im Camper schlafen. Also dass man, ja, dann eine Kompressor-Kühlbox, klar, das ist dann alles Geld, was man investieren muss, kann, aber auch nicht muss. Also ich finanziere es hauptsächlich natürlich durch meinen Job. Ich habe hier neben mir noch, ich hatte mir die ganze Zeit gedacht, wie ich das immer mache mit dem Spiegel. Man hängt immer da vorne so ein bisschen an dem, der Sonnenblende dran. Und dann habe ich mir gedacht, was macht man? Gibt es bei IKEA so einen 5-Euro-Spiegel. Den habe ich hier neben an meine Schränke dran gebastelt. Und dann kann man super morgens sich zurecht machen. Also ich bin auf jeden Fall damit sehr zufrieden. Aber die meiste Zeit, für was ich das Teil eigentlich nutze, bin ich ganz ehrlich, nicht um mich zu bewundern, sondern es ist natürlich auch multifunktional, wie alles im Minicamper, habe ich hier eine Halterung, eine iPad-Halterung gebastelt. Und die kann man einfach hier jetzt auch wieder reinfriemeln. So. Tada. Dann schraubt man das unten an. Wichtig ist natürlich, man braucht ein iPad oder natürlich ein Tablet. Wie man sieht, ist hier die Dings gesprungen. Und dann kann man hier ganz schön, na, jetzt stehe ich natürlich immer ein bisschen schräg, das ist immer ein bisschen tricky. Dann muss ich hier, meistens helfe ich mir mit einem Stiel von einem Eis und dann kann man das hier reinklemmen. Und dann hält das eigentlich und dann kann man hier schön, ja, jetzt hält es zum Beispiel auch. Und dann kann man hier drinnen liegen und ganz toll abends noch ein paar Serien gucken. Also, hier ist mein kleines Badezimmer. Hier hatte man ja schon den Spiegel. Und hier ist meine kleine Dusche. Das ist eine 12-Volt-Dusche. Die kann man hier einfach, kann ich hier einfach tauschen, die Kühlbox. Eigentlich habe ich so einen Verteiler, wenn ich unterwegs bin. Der wird dann hier eingesteckt.
Und wie ihr schon hört, weiß nicht, ob man es hört, geht die Pumpe an. Man hört sie schon ein bisschen rummotzen. So, und dann habe ich mir überlegt, also man könnte jetzt hier einfach ganz normal duschen, ne, wenn man die anmacht. Die hat auch einen guten Druck, man kann hier eigentlich ohne Probleme duschen. Und dann habe ich immer gedacht, naja, wenn man so Haare wäscht, dann ist es immer so ein Und dann habe ich mir hier was ganz eigentlich Simples überlegt. Das ist ein Teil, es kostet 50 Cent, 10 Cent. Im Baumarkt kann man das zum Teil auch kaufen. Das ist eine Halterung für Besen. Also man kann hier einfach ganz normalen Besen eigentlich reinklemmen. Und dann gibt es diese Patches, wo man das dran kleben kann. Und die habe ich an meinen Caddy geklebt. Und ja, und jetzt kann man das hier ganz normal rein... Die Outtakes. Ja, jetzt kann man das ganz normal reinklippen, am besten ohne den vorher zu betätigen. So, und jetzt kann man das hier feststellen und dann kann man da drunter, wie ich, super, duschen. Ich habe hinten zwei Batterien verbaut. Deswegen zwei, weil ich in meinem, wie ich schon erzählt habe, habe ich ja nichts im Großen und Ganzen gemacht, sondern ich hatte die Batterie schon hinten drin und dann habe ich die Seitenschränke gebaut und hatte aber die Box schon. Das heißt, ich konnte die Seitenschränke auch nicht breiter machen. Und deswegen gibt es nur eine einzige Batterie, die da reingepasst hat. Und davon habe ich dann halt einfach zwei genommen, die ich dann zusammengeschaltet habe. Und die wird von der Lichtmaschine gespeist und darüber bekomme ich Strom. Momentan noch. Bald werde ich mir allerdings so eine portable Batteriebox holen. Das ist einfach irgendwie sicherer und bei mir ist das sehr provisorisch eingebaut. Es funktioniert und ich berühre es auch nicht, aber jeder Elektriker, der sich das anschaut, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Jetzt haben wir es mal versucht, hier komplett dunkel zu machen, um euch mal zu zeigen, was eigentlich eines der großen Gimmicks hier in meinem Auto ist, nämlich der Sternenhimmel. Tada! Wenn es wirklich dunkel draußen ist, kann man mit diesem Licht, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, auch richtig lesen und anderen Stuff machen. Das war eigentlich mal so als Gimmick geplant, aber ich liebe es einfach total. Hier gibt es natürlich auch noch so ganz viele fancy Modi. Zum Beispiel kann man hier auch eine Elektroparty feiern, wenn man möchte. Das ist einfach eigentlich eine ganz einfache Lichterkette. Ich habe die gekauft mit diesen Bubbles da dran und habe dann die meisten davon abgemacht und habe den Himmel einmal kurz entfernt, habe das auf eine 3 mm Hartfaserplatte draufgelegt, ausgeschnitten mit einer Stichsäge, dann haben wir das hier gesprayt, den Himmel, und dann von der anderen Seite hinten einfach die Lichterkette reingeklebt. Also wichtig ist, dass man sie reinklebt, weil sonst durch die Bewegung fallen die irgendwann wieder raus. Ja, das mit dem Tisch habe ich mir, ich hatte früher so einen ganz normalen Ausklapptisch, den die meisten haben, den man so mitnehmen kann. War für mich auch immer nervig mit dem Packmaß, wo tue ich den hin, dann muss ich ihn immer auf- und abbauen. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, mir hier unten einen Tisch dran zu bauen. Den kann man einfach ausziehen. Und wenn jetzt die Küche nicht ausgezogen ist, kann man da auch sehr gemütlich zu zweit dran sitzen und kann leckere Himbeerschnitten essen. Ja, und wenn man ein bisschen abschüssig steht, habe ich hier hinten auch noch so, auch hier oben für die Schublade, so kleine Löcher. Und dann mache ich hier einfach diese Stäbchen. Ich glaube, ich habe jetzt nur einen kleinen dabei. Das ist jetzt nur der kleine, um es mal zu zeigen. Also der kommt dann da rein und dann hält das hier. Dann kann das nicht zurückrutschen. Das ist jetzt quasi der hier für hier oben rein. Und dann geht es einfach nicht mehr zurück. Ist ein bisschen basic, gibt bestimmt schlauere Lösungen, aber für mich war es irgendwie das Einfachste. Ich hatte einige komische Situationen. Das ist als Frau alleine, wenn man als Frau alleine unterwegs ist, habe ich das Gefühl, ist es auch meine Persönlichkeit, keine Ahnung, aber irgendwie zieht man auch, ja gut, ist ja auch verständlich, alleinreisende Männer auch irgendwie an. Naja, ich war auf jeden Fall in Slowenien und hatte dann eine Pizza gegessen in einem Restaurant. Und dann sind die Hunde natürlich auch immer Magnet für Menschen. Und dann kam ich halt mit zwei Brüdern und ihrem Vater ins Gespräch. Und die waren halt mit dem Motorrad unterwegs, wir haben ein bisschen gequatscht. Ich bin irgendwann gefahren
Und vorher hatte ich tatsächlich, weil es mich einfach interessiert hat, weil in Slowenien die Campingplätze so voll sind immer, hatte ich gefragt, auf welchem Campingplatz sie sind. Und dann haben sie gesagt, da und da. Und dann habe ich gesagt, ah, hatte ich auch versucht, aber da war es schon voll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da hinten bei diesem Naturcamping, ist eigentlich auch super schön da. Ja, und dann fahre ich auch zu dem Naturcamping-Teil, baue meinen Caddy auf und lieg im Caddy. Und ich hatte mit Heckklappe offen geschlafen, weil Campingplatz habe ich eigentlich nie so ein Problem damit. Und auf einmal fährt einer mit dem von den Jungs, also von den Männern, die waren, keine Ahnung, Mitte 40, mit dem Motorrad davor. Und baute dann neben mir sein Zelt auf, also irgendwie ganz spooky, weil ich meine, er hatte ja eigentlich einen Campingplatz. Und kam dann hinten an mein Auto dran und hat irgendwas gesagt. Ich habe es nicht verstanden, weil meine Hunde komplett eskaliert sind. Also Styx hat tatsächlich auch in die Luft geschnappt. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen, und habe dann auch die Heckklappe irgendwann zugemacht abends und habe dann auch tatsächlich so lange im Auto gewartet, bis er am nächsten Tag weg war, weil es mir so unangenehm war, weil ich auch nicht verstehen konnte, was der da jetzt macht. Ja, so eine ähnliche Situation hatte ich auch noch mal in Portugal. Da auch ein super netter Mann, keine Ahnung, war bestimmt schon über 50. Ich war am Surfen und er hat mir halt so ein paar Surftipps gegeben. Das fand ich auch ganz cool und wir haben uns ganz nett verstanden. Und dann habe ich gesagt, ah, ich fahre jetzt gleich nach Saint-Girons weiter. Da ist ja so eine Surfing-Meisterschaft. Und er sagte, ah cool, da wollt ihr auch hin, ob er denn mitkommen könnte. Und ich sagte, ja, was soll ich sagen, klar, kann er mitkommen. Das ist jetzt für mich nicht dramatisch. Naja, und dann kamen wir dort an und waren dann kurz am Strand, um zu gucken. Und dann rief sein Sohn an. Und am Telefon sagte er dann so Sachen wie, ja, ich habe jetzt auch gerade eine Frau kennengelernt und so, mit der bin ich jetzt hier unterwegs und mit der werde ich jetzt wahrscheinlich die Tage auch noch rumreisen. Und als er dann aufgelegt hat, habe ich gesagt, Moment, bin das, soll, also ich, tut mir leid, aber das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Also für mich ist es kein Problem, wenn du jetzt auch hier bist, aber wir reisen jetzt nicht zusammen oder wir haben jetzt, also es war dann irgendwie ein bisschen komisch, aber dass ich wirklich Angst hatte, war das jetzt nicht so. Ich fühle mich dann schon so, dass ich auch in der Lage bin, mich da richtig zu artikulieren. Und wenn man eigentlich klare Ansagen macht, ist das auch eigentlich kein Problem. Ne? Und ich hätte auch von Anfang an, wenn mir das unangenehm ist, hätte ich auch von Anfang an auch gar nicht das Gespräch suchen müssen. Ich hätte auch einfach weitergehen können. Von daher bin ich eigentlich sehr für alleinreisende Frauen. Und wie gesagt, mir ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert oder irgendjemand, der mir wirklich was wollte oder sowas. Ich bin immer auf sehr freundliche und nette Menschen getroffen. Das ist 1,12 auf 2 Meter. Ich bin ja auch ein ziemlicher Riese mit 1,83 als Frau. Und das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich mir hier drin nicht irgendwie einen Tisch oder viele haben ja seit neuestem auch jetzt irgendwie die Küche hier drin. Ich bin halt ein totaler Sitzriese. Ich kann mal zeigen, wenn ich mich hier reinsetze, dann ist das für mich schon irgendwie alles. Also und selbst... Also ich hätte vielleicht mein Aufbau hätte vielleicht so hoch sein dürfen, damit ich mich hier angenehm hinsetzen kann. Ich habe zwei Freunde, die haben das im Camper und die haben das seit 2 Jahren und vielleicht 2-mal genutzt, weil es dann doch irgendwie eng ist, sich in den Camper zu setzen. Deswegen habe ich es direkt gelassen und bin auch sehr glücklich drüber, weil man hat die Heckklappe und dann hat man immer, wenn es regnet, kann man sich auch unter die Heckklappe setzen. Ja. So. Und jetzt die spannende Frage, die ja ganz viele beim Campen haben, ist, was macht man, wenn man mal auf die Toilette muss? Und jetzt seit neuestem, ich habe gerade wieder umgebaut, habe ich von Kiltwick eine Trockentoilette bekommen und habe dafür meine Faltmatratze auseinandergeschnitten und habe die hier mit so Klett quasi festgemacht. Und die muss man dann einmal auseinander machen. So. Und dann hebt man das hier einfach rüber, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Und dann habe ich dieses Teil hier einfach nur zum Reinklappen genutzt. Wie man hier sieht, jetzt sieht man auch noch mal meinen Frischwassertank. Und den Platz hier in der Mitte habe ich extra freigelassen. Muss man es ein bisschen nach vorne schieben. Und dann, tada, hat man eine Toilette. Ist für mich natürlich immer eine Riesenaktion, da reinzuklettern, aber wie man sieht, tada, kann man hier auch schön aufs stille Örtchen gehen. Kann sich hier auch direkt, ne, kann man alles zumachen und dann kann man auf die Toilette gehen. Es klappt tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe auch immer so gedacht, oh Gott, Trenntoiletten und dann nieft es und keine Ahnung.
Ich muss wirklich sagen, da haben die zwei echt was Tolles auf die Beine gestellt. Und ja, man hat hier auch nochmal einen Stopfen, den man reinmachen kann. Und wenn man hier dieses Teil, da kann man, huch, fällt es mir noch rein, ist zum Glück leer, kann man das halt hier und dann sind hier diese einzelnen Trennteile drin. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon und bin gespannt, wie es in meinem ersten Portugal-Urlaub ist, wie oft ich das Teil denn nutzen werde. Heute habe ich schon zweimal drüber nachgedacht auf der Fahrt, aber ich habe dann doch eine Raststätte gefunden. So, und dann macht man es einfach wieder zu. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Skandinavien oder auch hier in Deutschland unterwegs ist und es 5 Tage regnet, das ist schon blöd. Jetzt habe ich mittlerweile eine Standheizung, da ist das alles halb so schlimm, weil man dann halt einfach auch, wenn es mal feucht im Caddy ist, kann man auch damit Sachen trocknen. Aber mein erster Trip war ja in Skandinavien, in Schweden, da hat es 5 Tage geregnet. Ich war mit einer Freundin unterwegs, sie hatte auch ihren Hund dabei, 2 nasse Hunde, 2 nasse Menschen. Das ist einfach, irgendwann ist alles nass. Und wir waren immer wandern, wir waren trotzdem immer draußen. Das heißt, man ist irgendwann nass und man wird einfach nicht mehr trocken. Das ist so ein bisschen das Unangenehme am Minicamper-Life eigentlich immer. Aber mittlerweile kann ich es eigentlich ganz gut timen und dann guckt man halt. Also wenn ich weiß, es sind 5 Tage Regenwetter, dann fahre ich jetzt vielleicht nicht 4 Tage raus. Dann fährt man vielleicht 2 Tage mal und dann ist es okay. Ja, muss man so ein bisschen wetterabhängig machen, ist man schon bei einem Minicamper. Das muss man schon sagen, ja. Hier sind meine Sitze. Das sind eigentlich keine Original-Caddy-Sitze, das sind jetzt von einem Touran welche. Und es ist quasi so, dass du bei einem Caddy, das sind ja eigentlich Transporter und keine Campingautos, da kann man immer nur den Beifahrersitz kippen, also komplett klappen, wenn überhaupt. Und ich bin nachts aufgewacht und hatte mir schon lange Gedanken darüber gemacht, wie ich das denn machen kann. Und habe herausgefunden, dass, also nicht herausgefunden, sondern mir ist klar geworden, dass in England ja alles umgekehrt ist. Und deswegen habe ich einen Beifahrersitz aus England als meinen Fahrersitz gemacht. Ich hoffe, man versteht, was gemeint ist. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt beide Sitze klappen. Das heißt, ich fange immer an. Hier neben kann ich einen Schalter umlegen. Und dann muss man immer noch das... Dann ist der einfach komplett parallel. Und dann schiebe ich ihn einmal komplett nach hinten. Das ist schon alles. Das ist Nummer 1. Das mache ich auch noch auf der anderen Seite. Dann mache ich das auch. Zack. Und ich glaube, der ist schon nach hinten. Dann gehe ich eine Tür weiter nach hinten und schiebe hier das. Wird hier einmal eingehangen. Das ist immer ein bisschen Friemelei. Tada. So, dann ist es nämlich sogar schon drin. Dann kommen die Sachen einmal nach hinten. Das Matratzenstück nach vorne. Das wird einmal festgemacht. So, dann kann man sich hier wunderbar reinlegen. Ich als Riese sowieso. Ja, kann sich hier noch ein schönes Video anmachen mit dem iPad und kann dann in Ruhe schlafen. Ja, also ich würde sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für sowas, weil man glaubt immer, es muss so alles perfekt sein, es muss alles super sein. Letztes Jahr Corona, alle haben gesagt, oh mein Gott, fahr doch nicht weg und wie kannst du wegfahren? Und dann habe ich gesagt, ich mache es jetzt einfach und zur Not fahre ich halt wieder, wenn es in Portugal eskaliert. Und es war super, es hat super funktioniert, da war alles mit Maske wie bei uns. Und ja, deswegen immer gucken, dass es eigentlich, also nicht auf diesen richtigen Moment, auf dieses spezielle, jetzt passt alles und jetzt mache ich es, sondern es einfach machen und es einfach ausprobieren. Abbrechen kann man immer. Finde ich. Also man kann immer sagen, nee, das ist es nicht oder ah, war jetzt blöd. Und ich habe auch in jedem Campingurlaub Tage, wo ich gesagt habe, was mache ich eigentlich? Ich fahre von A nach B, wo bin ich eigentlich? Was will ich überhaupt machen? Jetzt finde ich keinen richtigen Spot, da finde ich nicht gut, das mache ich nicht. Fahre ich jetzt wieder zurück? Ich will eigentlich nicht zurück. So Tage gibt es immer, darf man nicht unterkriegen lassen. Und gerade am Anfang häufen die sich, wenn man noch nicht so gut ist im Stellplatz suchen.